Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Flug hier im Microsoft Flight Simulator 2020 mit diesem wunderschönen Airbus A320neo von EasyJet. Mit dem Flieger sind wir gerade hier auf Vivao unterwegs von London Gatwick nach Gibraltar, haben den Flieger jetzt hier schon erfolgreich auf die Taxiway-Linie gepusht und werden dann jetzt gleich mal Taxi requesten und uns auf den Weg zur Startbahn hier in Gatwick machen. So, wie sieht's aus? Engine Number 1 is available, 2 good starts, wunderbar. So, Parking Brake is on, Engine Mode Selector geht back to normal. So, APU Bleed. Machen wir off, APU kann off, wir haben ja jetzt über die Generatoren von Triebwerken Strom. Auto Brakes gehen auf Max. Spoilers armen wir. Flaps gehen auf Takeoff. Probe and Window Heat geht auf Auto. So, dann NDS bleibt erstmal off, Pitch Trim. Kurz mal gucken, sehen wir hier eigentlich das Takeoff Center of Gravity? Warte mal, ich wüsste aber jetzt gerade nicht, wo ich das finde. Warte mal, lass uns hier mal gucken. Da haben wir das, das Center of Gravity ist 21.7. Und dann sagt uns hier diese auf dieser Liste hier, dass wir den Takeoff CG, den Trim, den kann man ja unter Flight Control sehen, hier den Pitch Trim auf ungefähr ja, 1.5 abmachen sollen. Bei dem CG. So. Okay, machen wir das. Ist hier so eine Liste bei der Checkliste mit dabei. Takeoff Trim ist set, Rudder Trim, also Pitch Trim ist set, Rudder Trim ist 0. Checken noch die Flight Controls. Full Left, Full Right, Neutral, Full Up, Full Down, Neutral, Rudder, Full Left. Na, nochmal, Full Left, Full Right, Neutral. So, dann noch TO Config. Okay, tut jetzt hier noch nichts, dann müsst ihr aber gleich eigentlich was tun, wenn wir rollen. Yo, Easy 19 Tango back. We are just about to call you. We are now ready for taxi and request taxi. Easy 19 Tango Quebec. Taxi holding point Alpha 1, runway 26 left via Quebec, Alpha, Lima, Papa and Alpha Sierra. So, also er hat uns die Clearance gegeben. Via, so, also Easy 19 Tango Quebec, Taxi Holding Point Alpha 1, Runway 26 left via Quebec Alpha, Lima, Papa and Alpha November. Correction Alpha Sierra. So. 19 Tango Quebec, correct. Wir haben die Taxi Clearance, wir rollen jetzt mal los und dann blende ich euch die Chart ein und dann sehen wir mal, wo wir hin müssen. Genau, also haben wir Nose Light Taxi. Und genau, wir haben schon ein Stück zu rollen. Die ganzen Autos ignorieren wir jetzt mal. So, ist relativ simples Taxi. Also, blenden wir mal kurz die Charts ein. Wie ihr hier seht, genau, wir rollen hier los bei 569 Quebec Alpha. Dann geht es hier links auf Lima, rollen unter dieser Brücke durch, über Papa ganz vor. Und dann hier unten Papa, dann Alpha Sierra, Alpha One, Holding Point, Runway 26 left. Genau, jetzt geht es unter dieser coolen Brücke hier in Gatwick durch. So. Na, ein bisschen flott schon gerade. Mal wieder nach vorne blicken. Genau, jetzt geht es hier vorne nämlich gleich links. Auf Lima. Haben wir unter der Brücke durch. So, jetzt kommt aber auch nicht mit der Takeoff-Page. Interessant, dass ich TO-Config drücken kann. Ein bisschen komisch. Normalerweise müsste das ja eigentlich kommen. Diese Takeoff-Seite da mit dem Takeoff-Memo und so mit No Blue, dass wir das dann später haben. So. Achso, und Runway Turn-Off Lights können wir schon mal anmachen. So, hier geht's jetzt links onto Lima. Eieiei, die Fahrzeuge fahren auch hier überall rum. Aber gut, ignorieren wir jetzt einfach mal. Genau, da am Boden steht's auch nochmal Lima. Ich weiß gar nicht, wo es auf der anderen Seite gestanden hätte. Da sieht man, dass das Quebec Alpha ist, wo wir gerade herkommen. Ja, jetzt geht es unter dieser coolen Brücke hier durch. Das
ist schon mega cool. Ich finde bei dem, dafür, dass das hier Freeware-Szenerie ist, also echt Hut ab, Respekt, das ist eine richtig, richtig geile Szenerie. Ist dem Entwickler richtig gut gelungen. So, und da vorne ist dann irgendwo die 2-6 left hier. In Gatwick. Achso, genau, wir hatten uns das Flypad noch gar nicht angeguckt. Da können wir ja auch den Flugplan mal reinladen. Machen wir mal jetzt hier from Simbrief. Vor lauter Vorbereitung bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Genau, seht ihr jetzt da drin? Gucken wir gleich mal in der Luft nochmal rein, wenn wir da sind. Kann man nämlich schönes Loadsheet und alles sehen. So, jetzt geht's hier rechts rum auf Papa. Da unten steht's. Papa. Also schön rechts rum. Nicht so flott in der Kurve. So, und dann einfach nur geradeaus vor, dann Alpha Sierra. Und dann Holding Point 26 left. So, wir machen schon mal hier Auto Thrust on. Oh ne, war doch keine gute Idee. Ich dachte eigentlich, der wäre immer schon gearmt. Dann geht der gleich eh automatisch an, bei Man, wenn wir Man Flex setzen. So, wir machen schon mal den Cabin Call, damit das schon mal erledigt ist. Dann brauchen wir gleich in der Runway nicht mehr so lange. So. Also, jetzt müssen wir nur gucken. Alpha Sierra ist aber auch das letzte dann nach links vom Holding Point. Genau, also wir haben da vorne den Holding Point und davor geht es nochmal nach links. Und das ist dann Taxiway Alpha Sierra. Hier haben wir Alpha November, mit dem ich es erst verwechselt habe, was er uns gesagt hat. Und genau, Alpha November wäre jetzt hier links und wir müssen noch eine später nach links. Und dann kommt da hinten dann Alpha One. For Runway 26 left hier in Gatwick. Das war ein bisschen schwer, das Ende zu verstehen. Easy One, ein Tango weg. Wir cleared for takeoff runway 26 left via Alpha One. And say again, last part. Das Ende habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Da waren nämlich die Kinder noch im Hintergrund oder so. Bisschen schwer zu verstehen. So, das ist Alpha 2, da drüben steht wahrscheinlich Alpha 1, das ist irgendwie so beides, keine Ahnung, da steht nämlich Alpha 1, weiß jetzt nicht, wo man jetzt hier unterscheidet. Ja, wir machen den Line-Up, sind ja sozusagen schon cleared for Takeoff und machen da den Flieger dann ready. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwas gesagt hat, dass wir dann auf Departure automatisch London Control rufen sollen. Vielleicht hat er sowas gesagt, aber wir warten mal, bis wir airborne sind und wenn er da nicht uns rüberschickt, dann fragen wir halt nochmal. Aber der hat jetzt auch nicht... Normalerweise müsst ihr uns aber eigentlich rüberschicken, so steht es zumindest in der Chart. So, Runway 26 left, is identified, heading is checked, passt auf jeden Fall. Setzen nochmal kurz die Parking Brake, machen noch die letzten Sachen, before takeoff. Cabin Crew is advised, TCAS geht auf TARA. Genau, damit ist auch Vivao, der Transponder, aktiv gesetzt. Die Packs bleiben wie sie sind. Strobe Lights gehen on. Landing Lights müssen auch an, sobald wir auf die Bahn gehen. Also hätten wir eben schon anmachen müssen. So, sind aber jetzt an. Strobe Light on. Nose Light. Einmal hier falscher Klick. So, Take Off. Genau. Take Off Memo haben wir leider nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Kann ich leider heute auch nicht sagen. Hatte ich auch noch nicht so. Wir aktivieren noch Chrono und dann sind wir ready for Takeoff. Also, dann würde ich sagen, los geht's. Ab nach Gibraltar. Erhöhen wir erstmal auf 50%. Löse natürlich die Parking Brake. Das passt. Und dann voll nach vorne. Muss kurz mal gucken, weil der ist ein bisschen schwer jetzt genau auf Man Flex zu setzen. So, Man Flex ist set. Takeoff Power ist set. SRS and Runway. So, wir haben schon die 100 Knots. V1 und Rotate. So, noch ein bisschen mehr ziehen. Etwas geradezu behutsam am Joystick gezogen. Positive Rate. Gear up. Uiuiui, drückt der Wind so nach drüben, oder weil der Flieger gerade so voll nach links gezogen hat. So, auf jeden Fall mal die Nase ein bisschen weiter nach oben ziehen.
Genau, und steigen schön raus. So, wir haben die Acceleration Altitude erreicht. Climb Thrust. Und Autopilot on. And easy 19 Quebec to confirm, can we switch to London Control? Easy 19 Tango Quebec. Report parking altitude to London 135.05. 135.05. Easy 19 Quebec and we'll go. Okay, hat die Frequenz falsch eingedreht. 135, nicht 134. Und Passing Altitude dazu reporten, Wilco. So, Flaps mal ab. GT 33 Foxtrot. Danny gears up, Flaps retracted, Spoilers disarmen wir. London Control, good day, Easy 19 Tango Quebec, out of Gatwick on the Novma 1X departure, pass just reaching 4000 feet. Easy 19 at Tango Quebec, London, hello, Squawk Ident. Squawk Ident, Easy 19 Tango Quebec. 19 Tango Quebec, thank you. Climb now flight level 210, fly heading 235 degrees. Climb flight level 210 and heading 235, Easy 19 Tango Quebec. So, wir steigen flight level 210 und heading 235 hat er uns gegeben. Also etwas nach links. Dann machen wir das mal. So. Oh, ich habe es doch preselected, dann müsste doch eigentlich das dann übernehmen. So, dann drehen wir es halt nochmal jetzt ein. So, Heading 235. Ich habe jetzt mal Squawk Ident, damit es ein bisschen schneller geht, hier über das IVAO-Fenster gemacht. Genau, wir drehen links, Heading 235. Und Climbing 210. So, Passing Transition Altitude machen wir Standard. So, irgendwie hat er sich beim Start gerade ein bisschen komisch verhalten. Eigentlich habe ich meine Joystick-Kalibrierung nicht anders als sonst und irgendwie fehlt mir hier, dass hier Climb und Alt Blue steht, aber keine Ahnung, vielleicht ist es gerade ein Fehler in der Developer-Version, wer weiß, keine Ahnung. Naja, kann sein. Sonst jetzt nicht stören, der Flieger fliegt ja sonst soweit gut. So. Disarmed, Thrust Levers sind auf Climb, No Slide geht off. No slide geht off, runway turn off lights off. Genau, und packs sind. So. Wunderbar, so er hat uns erstmal von der Route runtergenommen, wieso? I don't know, aber dann ist das wohl so. So, da hinten haben wir die Südküste von England, jetzt kommen wir langsam in die Wolken rein, lass uns mal Engine NTIs anmachen, Wing NTIs, Engine NTIs. So. Genau, das heißt, können wir die Route erstmal ignorieren, mal gucken. Irgendwann wird er uns wohl ein Direct geben. So, Passing 10.000 Feet haben wir auch schon. Also wir können mal die Flaps retracten und so. Ich hoffe, die anderen Lotsen sind, die Leute sind nicht zu laut. Nicht zu laut. Genau, wieso jetzt hier das nicht steht mit Alt, Blue und Klein. Easy 442 Alpha London, hello, the Honolulu One Hotel arrival 27 right. Honolulu One Hotel 27 right, easy 424. Und ja, vielleicht liegt es an der Developer-Version, dass da gerade irgendwie ein Bug ist und so. Ich habe jetzt auch zur Zeit der Aufnahme die aktuellste Version, dass deswegen vielleicht gerade hier das mit dem Takeoff-Memo nicht da ist und dem Climb und so. Also keine Ahnung, woran das liegt. Genau. Soll uns aber nicht stören, der Flieger macht ja alles soweit und für Takeoff haben wir ja auch alles, auch ohne die Takeoff-Memo hinbekommen. So, genau, wir können mal kurz hier aufs Flypad einen Blick werfen, das ist ja richtig cool. Das ist nämlich jetzt hier aktuell in der Developer-Version. In der Developer-Version drin, in der Stable-Version aktuell noch nicht. Und da seht ihr hier. So, genau, seht ihr hier halt die Route drin mit der, genau, an Luftstraßen und Wegpunkte. Könnt ihr einfach über Simbrief, indem ihr hier bei Company und Username eingibt, einfach vom Simbrief da reinkommt, importieren und hier habt ihr halt auch nochmal Wetter, aktuelle Metadaten von den ganzen Flügen, genau. Unter Dispatch gibt es einmal ein Overview über den Fliegerdaten, dann Loadsheet, das Ganze halt von Simbrief.
Und genau. So, wir sind jetzt auch schon über den Wolken mittlerweile. Sehr schön, dann können wir auch wieder die NTI-Sachen ausmachen. So. Genau, und dadurch, dass mir ordentlich eingeeist, aber es ist, glaube ich, echt ein bisschen übertrieben dargestellt ist, diese Vereisung. Genau, und dadurch, dass mir Navigraph hier die aktuellen Airwag Cycles jetzt immer zur Verfügung stellt, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, über SIM-Brief jetzt hier, genau, immer da auch mit der aktuellen, kann ich auch immer da unsere Flüge mit der, mit dem aktuellen Airwag Cycle. 9, Tango, Quebec, climb, flight level 350. Flight Level 350, Easy 19 Tango Quebec. So, wir gehen hoch, 350. Genau, also können eigentlich durchsteigen jetzt auf unsere Reiseflughöhe. Wunderbar. Genau, dadurch, dass mir ja Navigraph hier immer die aktuell jetzt dieses Jahresabonnement von FMS-Daten und Charts zur Verfügung gestellt hat, haben wir jetzt hier die Möglichkeit halt auch immer mit dem aktuellen Airwag Cycle. Na, guck mal, jetzt kommt Altstar auf einmal da oben. Drücken wir nochmal Altitude, nochmal den Button rein. Jetzt geht's wieder weg, interessanterweise. Aber er müsste wieder hochziehen, genau. Das heißt, irgendwie wird das gerade Climb und Alt Blue nicht dargestellt, aber Alt Star da dargestellt. Naja, auf jeden Fall, genau, dadurch, dass mir halt Navigraph jetzt mit aktuellen FMS-Daten so dadurch zur Verfügung stellt, ist es ja mit SIM-Brief gekoppelt, dieses Airwag-Cycle, und da haben wir jetzt immer den aktuellen Airwag-Cycle bei SIM-Brief für die Planung von den Flügen und können dann damit jetzt hier auch immer, genau, bei SIM-Brief kann ich jetzt unsere Flüge immer mit dem aktuellen Airwag-Cycle planen, genau, was auf jeden Fall sehr cool ist. So, dann haben wir halt hier alles drin mit allen Infos, genau. So, genau, Fuel und Payload ist noch inoperative. Flight auch, Performance, ganz cool, da kann man, hat man jetzt hier einen Take-Off-Distance-Calculator, können wir später nutzen, für unseren Take-Off-Distance zum Kalkulieren. Take-Off-Distance, Top-of-Descent, sage ich, TOD, nicht Take-Off-Distance, Entschuldigung. Ich meine natürlich Top-of-Descent-Calculator, genau, gibt man hier die aktuelle Höhe ein, kann man einfach auf Sync drücken, hat man die aktuelle hier drin, die Höhe, auf die man sinken will, und wie man hier runter sinken will, kann man hier halt dann eingeben. Aktuell hier 3 Grad Glide. 9, Tango, Quebec, Navigation, direct Marku. Direkt Marku, Easy 19 Tango Quebec. So, müssen wir mal kurz gucken, wo wir das haben. Da. Wahrscheinlich meint der Maruk. Easy 19 Tango Quebec, to confirm it's Mike Alpha Romeo Uniform Kilo. Affirm, I might have said it wrong. Maruk. Maruk, yeah, affirm. Thank you, Easy 19 Tango Quebec, proceeding direct. So, okay, er hat es einfach nur falsch ausgesprochen. Und einfach nochmal confirmed. Und jetzt müssten wir direkt Maruk einfach nach Mode. Ach, guck mal, vielleicht geht es wegen dem Heading-Mode nicht. Jetzt hat er hier auf einmal Climb und Alt Blue. Naja, vielleicht lag es einfach daran. Kleiner Bug vielleicht. Machen wir nochmal ein bisschen heller hier. London, hello, Logan, 2 Hotel Arrival, 27, right, direct, Lambourne. So, wunderbar, schön über den Wolken hier. Okay, gerade noch über London müssten wir noch. Sollen, sage ich, über England noch sein, genau. Ja, das Regengebiet. Das glaube ich sogar, wenn man mit Live-Wetter fliegt, sogar das wirkliche Wetter, was da mit dem Regen dargestellt ist. Genau. Jetzt kurz vor der Südküste Englands. Genau, also Top of Descent Calculator gibt es hier mittlerweile auch, eine ziemlich coole Sache. Das heißt, wir können uns dann später hier ausrechnen. Kann man hier eingeben, wie man das haben will, ob Vertical Speed oder Angle. Und dann sagt er einem die Distanz. Oder halt über Distanz kann man halt eingeben, was man haben möchte. Und dann kann er einem hier sagen, halt mit welcher, wie viel vor dem Punkt oder dem Ziel man halt anfangen soll zu sinken. Hier kann man noch eingeben, mit welcher Ground Speed man gerade fliegt oder aktuell ist automatisch hier vom Simulator übernommen. Company könnt ihr, wie gesagt, einfach euren SimBrief-Username eingeben. Und hier, das hat bei mir jetzt noch nicht funktioniert, da könnt ihr Jetway, Baggage, Fuel und Catering wahrscheinlich dann anfordern und connecten. Ich denke mal, das kommt in Zukunft noch. Wie gesagt, bei mir hat es halt leider noch nicht funktioniert. So, genau, jetzt sind wir eigentlich schon unterwegs hier in der Luft. Und, genau, haben eigentlich alles soweit fertig. Und,
Dann würde ich sagen, unterbreche ich an der Stelle mal. Wir werden dann nächstes Mal auf Gibraltar landen, davor noch ein bisschen mal über ACAS quatschen, was es eigentlich ist, weil das ja jetzt hier auch ziemlich präsent ist in dem Flieger hier. Das mich die ganze Zeit schon irgendwie wundert mich die ganze Zeit, aber der Abstand hier ist schon immer so drin, ne? Ich hab gerade gewundert, ob das schon immer so aussah. Ja doch, dass immer da drin ist, mir vielleicht nicht so aufgefallen, diese Lücke hier. Ich dachte, hier ist das Fenster leicht auf oder so, aber das ist der Abstand normal, aber der müsste normal sein. Naja, genau, über ACAS, was ja hier jetzt auch in dem Flieger ziemlich gut nutzbar ist, was ich mega cool finde. Es gibt ja auch dieses Free Text Messages und so. Habe ich mir selber noch nicht so genau angeguckt, aber damit kann man auf jeden Fall halt so anderen Nutzern halt auch Nachrichten schicken und so. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ja, das war's auf jeden Fall an der Stelle von unserem Flug mit dem 320 Neo von EasyJet. Hier als Rufzeichen Easy 19 Tango Quebec. Unterwegs von Gatwick nach Gibraltar. Auf jeden Fall heute auch ein spannender Flug mit einem sehr spannenden Anflug. Und später ANAV auf die 09 werden wir fliegen, also in spannenderen Richtungen in Gibraltar anfliegen. Und damit war es an der Stelle von unserem Flug bis hierher. Und ja, war auf jeden Fall cool, das Ganze jetzt hier auf Vivao zu beginnen mit Lotsenabdeckung. War echt cool. Und dann hören wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Line Gamer 1. Ciao.